Wieso heisst Bern Bern, werde ich abends noch gefragt. Weißt du das jemand? Ist einfach hierher, hier gern, hier. Gut, sind alle da. Sind alle da. Ja, ja, jetzt kommt. Aha, aha. Da färbt doch die Burgergemeinde ein bisschen ab. Das sieht man gerade. Also, wir stehen im Zeitglock am ersten Stadttor von Bern. Man hat nicht nur das Geld vereinheitlicht, man hat auch die Zeit vereinheitlicht. Basel zum Beispiel hat zur Berner Zeit eine Stunde Abweichung damals. Und man hat die Berner Zeit genommen. Also die ganze Schweiz, der ganze Bundesstaat Schweiz, hat nach der Berner Zeit getickt. Und da auf dieser Platte, das ist ja jetzt die Mitte des Zeitglocken. Und da wäre also jetzt das Zentrum der Schweiz, weil von hier aus haben alle getickt. Also da ja nur Führungen für Einheimische machen. Oder Schweizerinnen generell. Nicht, sie machen nicht für Tourismus eine Führung. Wenn die schon die Schweizer Geschichte ein bisschen gerade rücken und gerade ein bisschen von diesen Mythen wegkommen, die da normalerweise in den Köpfen verhangen sind. Und sie hat das Monikalbum, die Moniprüfung gebracht. Und dann ist das Monikalbum aber durchgefallen. Und noch die kantonale Landwirtschaftsdirektion. Sie haben mit ihr gedealt. Es ist so ein AB-Moni geworden. Es gibt keine Nachweise, von wo er kommt. Da Bern mit Grünen gegründet wurde, ist kein Umland gehabt, wie all die andere Siedlungen, andere Städte, die schon jahrhundertelang ihr Umfeld hatten, hat nach Bern mit der unwahrscheinlichen Aggression müssen ein Umland erobern und dort keine Grenzen gefunden. Der Aargau, die Watt. 4'500 Leute haben das Münster gebaut und man hat jahrhundertelang gebaut. Wenn ihr hier den Sockel hochgeht, dann seht ihr oben nachher gegen uns zu einen Spruch, nicht mehr ein gotisches Fischgerätmuster, sondern ein Mach's nach. Aber ansonsten geht ihr nach Barock, 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 Barock. Überall Barock. Jetzt noch eine Quizfrage, aber wobei das solltet ihr wissen. Wir haben jetzt Bern als einzige Stadt weltweit farbige Strassenschilder. Hier ist weiß, da ist der Grün um eine Ecke, weiter oben noch rot und gelb. Wisst ihr warum? Sie haben Teile gewesen, oder? Stadtteile. Ja. Ja, ja, es kommt gut. Franzosen! Die Franzosen! Ihr müsst euch vorstellen, hier Bern ist, hat kapituliert. 30'000 französische Soldaten sind einquartiert worden. Und wenn die am Abend ausgegangen sind, dann haben sie auch ein bisschen getrunken. Und das waren ja Analphabeten. Und dann hat die französische Verwaltung verlangt, dass eben die Stadtteile farbig markiert sind, dass die überhaupt den Heimweg finden. Ja, wenn ich so kann amüsieren und wenn ich etwas beibringen kann. Ja, wenn ich kann doch etwas noch vermitteln kann, nicht nur einfach Geschichten erzählen, sondern mit diesen Geschichten auch noch etwas kann vermitteln kann. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden und normalerweise sind auch die Leute auch mit mir zufrieden.